Moin Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Timberborn. Heute mit dem Neustart, heute die Eisenzähne. Denn wenn wir mal gucken, dann bin ich selber mal gespannt. Wir haben sehr frei. Gut, die gleichen Stimmen haben sie schon mal. Sehr schön, die haben wir ja freigeschaltet. Die Biber haben den traditionellen Weg des Solzes den Rücken gekehrt und den Einsatz von Eisen und Wissenschaft erlernt, um moderne Maschinen zu bauen. Sie erzielen ihre Fortschritte durch Einfallsreichtum und Effizienz. Unter Missachtung der Umwelt. Ihr Motto, erst die Arbeit und dann mehr Arbeit. Alles klar, die nehmen wir. So, wir nehmen definitiv eine andere Karte. Wir hatten beim letzten Mal hier oben die Plains. Canyon klingt ehrlich gesagt nach ziemlich viel bergig, das will ich noch auch nicht. Lakes klingt nach großen Seen, ne, aber... Ha, Canyon will ich jetzt nicht unbedingt. Canyon scheint auch relativ klein zu sein. Die ist ja noch kleiner. Zu wenig Platz haben wir ja nur auch nicht. Lakes, ja, ich weiß nicht, ob das Wasser da irgendwie fließt, aber vielleicht kriegt man es ja hin. Wir probieren einfach mal die Karte Lakes. So, ich glaube, beim letzten Mal hatten wir auf normal gespielt, ne? Du suchst eine Herausforderung, deine Siedlung beginnt mit mäßigen Ressourcen. Dürren sind anfangs milder und werden mit der Zeit intensiver. Ja, da bleiben wir auch bei. Das lief schon ganz gut. Den starten wir. Den bin ich mal gespannt mit den Eisenzähnen. Definitiv. Tipp, wenn ein Gebäude als stabil gekennzeichnet ist, zum Beispiel eine Hütte oder ein Lagerhaus, kannst du andere Strukturen auf seinem Dach errichten. Wow! Das haben wir jetzt schon gelernt, Rustikalkaroten. Das wissen wir. Wusste ich anfangs nicht. Jetzt wird anders gebaut. Ich hoffe aber wirklich, dass wir jetzt hier mal ein bisschen mehr haben als nur den Fluss. Lakes hört sich wirklich nach großen Seen an. Aber da bin ich mal gespannt. Wie möchtest du die Siedlung nennen? Genau, genau. Jetzt geht das wieder los. Jetzt sind wir mal da Eisenseen. Oh, wie nennen wir das Ganze denn, ne? Ich nenne sie jetzt einfach mal Nordlicht. So. Sehr schön. Da sind die Guten. Auf jeden Fall sind sie grau. Das sieht auch schon ein bisschen anders aus. Alles klar, ja. Mal kurz gucken. Ah, wir haben auch Fluss, okay. Hier rum fließt das Wasser hier. Okay, das fließt hier runter. Von wo kommt denn das Wasser? Von zwei Seiten, ne? Okay, wir haben hier definitiv mehr Seen. Kommt einmal von da und von hier. Es kommt nur von da, okay. Naja, das teilt sich, alles klar, in zwei Richtungen. Okay, aber wir haben hier definitiv schon mal mehr. Hier lässt sich mehr bauen. Sehr schön. Wir müssen definitiv jetzt... Ja, über 5 Arbeitslose. Erstmal für Nahrung und für Holz und das alles können wir sorgen, ne? Ich würde sagen, haben wir hier schon Pumpen und das freigeschaltet? Ja, auch schon die kleinen Wasserdinger. Erstmal, damit wir überhaupt was haben hier. Kann man ja später wieder umbauen. Aber 3 Wasserpumpen brauchen wir schon für den Anfang. Haben wir überhaupt Holz? Nee, wir haben nur ein bisschen Nahrung. Okay. wie ich bei euch gleich. Wir müssen uns erstmal um Holz kümmern. Das geht vor. Gebäude abreißen. Wo waren das nochmal? Holz, Holz, Holz. Hier hoch komme ich ja noch nicht. Ohne Holz kann ich ja keine Treppe bauen. Dann müssen sie erstmal die Bäume hier fällen. So. Holz. Wir brauchen erstmal die gute Sammlerfahne. Da stellen wir erstmal 2 Stück von hin. Das geht ja nicht anders. So, erstmal Bäume zum Fällen markieren. Einmal bitte zum Fällen markieren. Danke. Einmal rüber. So, den bauen wir da einmal kurz Wege hin. Das geht jetzt erstmal vor. Häusern, so kommt gleich noch. Erstmal die Anfangsressourcen hier in den Griff kriegen. Das ist schon wichtig. So, können Sie die Sammlerflaggen überhaupt bauen ohne Holz? Anscheinend schon. Sie laufen bloß nicht hin. Warum nicht? Außerhalb der Reichweite? Echt jetzt? Ist das doch ein Ernst? Ich hab hier doch nichts anderes. Okay, das geht gut los. Okay, warte mal. Hier hauen wir auch schon mal eine Sammlerflagge hin. Eine reicht ja für den Anfang. Machen sie aber auch nicht. Doch. Aber es liegt doch auch kein Holz im Distrikt. Wie kriegen die da jetzt auf die Schnelle hin? Ich meine, ich kann ja nichts bauen ohne Holz. Das geht schon mal nicht. Da brauchen wir überall Holz, ne? Ja, 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 ja. Das sind Lagerhäuser. Wir brauchen ja sogar für die normalen Wohnungen. Wie nicht verbunden. Wieso bist du nicht verbunden? Du hast einen Weg, mein Freund. Ist nicht durch Pfade. Natürlich ist das verbunden.
Läuft hier bei den Eisenzähnen irgendwas anders? Gut, dann warte mal. Den nochmal. Ist doch verbunden. Keine Ahnung, was hier gerade schief läuft. Wenn ich den da hinstelle und da einfach einen Weg ranbaue. Mann, das kann man ja später alles wieder umbauen. Kann das sein, dass die Eisenzähne nicht so wirklich funktionieren? So, aber wie kriege ich die denn, wie gesagt, die Häuser? Die brauchen wir zwar, aber die brauchen ja auch schon Holz, ne? Ja. Sehen auch anders aus. Wasserpumpen, das müssen wir alles hinkriegen. Dafür brauchen wir aber auch schon Holz. Jo. Dafür brauchen wir schon Holz. Hä? Oh, ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt. Das habe ich nicht gesehen, dass der Eingang hier ist. Ja, okay. Geht ja gut los. Das habe ich nicht gesehen. Ich wette, jetzt kommen sie auch überall hin. Ich muss einmal auf Abriss. Wo waren das? Abriss, Abriss. Arbeit. Da. Hier räumen wir das weg. Vielleicht bauen sie ja jetzt auch das Holz da drüben auf. Oder? Ja, ja, guck mal, guck mal. Dann kann der hier mich schon mal sammeln. Hier arbeitet ja auch schon mal einer. Damit wir ein bisschen Holz rankriegen, damit wir überhaupt was machen können. Ich meine, irgendwann kommt die erste Dürre. Sein sollten wir zumindest die Pumpen und ein paar Wassertanks stehen haben, so 3 bis 4 Stück. Damit wir zumindest die Dürre schon mal überleben. Keine Güter vorrätig. So, die hatte ich aber markiert. Fällen müssen sie. Ja, sind sie auch bei. Das können wir dann gleich von Anfang alles ordentlich machen. Ich denke mal, die hier werden wir später auch entfernen und ordentlich anpflanzen. Aber jetzt erstmal geht es. Hier werde ich, denke ich mal, diesmal nicht sprengen, sondern einfach hochbauen. Ist einfacher. Wesentlich einfacher. Der Baustelle fehlen Materialien. Jo, 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 jo. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Eins nach dem anderen. Sag, und Wasserräder, wenn es die überhaupt gibt, müsste ich gleich mal gucken. Jetzt von Anfang an mal ordentlich beengt bauen. Weil ich glaube, so doll fließt das Wasser hier nicht. Okay, ne? Können wir vielleicht noch ein bisschen beschleunigen. Ja, ja, Holzscheite sind ja schon im Anmarsch. Denke ich mal. Oder? Ah, die werden hier gelagert, ne? Naja, ja, ja, gut. Warte, 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 warte. Das Ding kostet nicht viel, ne? Den zimmern wir erstmal industrielle Holzscheitestapel. Okay, das sieht schon mal anders aus. Erstmal hier hin. Kann man jetzt wieder umbauen. Hauptsache, das wird schon mal geliefert. Das sollten wir vielleicht auch mal auf oberste Priorität setzen. Gut, dann beschleunigen wir das Ganze erstmal, damit hier überhaupt was passiert. Arbeitszeit lasse ich erstmal so. Scheine im Moment auch nicht wirklich viel zu arbeiten. Die pennen, ja gut, die pennen. Häuser kriegt ihr noch. Wir brauchen erstmal Holz dafür. Gut. Dann können sie das hier nämlich erstmal bauen. Genau, dann können sie es hier einlagern. Sind sie ja bei. Die 12 Holzscheite, die kriegen wir auch noch hin. Das ist wohl das kleinste Problem, oder? In der Zwischenzeit gucken wir hier mal. Kompaktes Wasserrad. Das bringt aber weniger Strom. Ein kompakter Generator, der die Strömung des Wassers in Energie umwandelt. Okay. Großes Wasserrad. Okay, der bringt schon mehr. Ein größeres Wasserrad, das effizienter ist. Der Träger befindet sich an der Seite. Ah. Gut, in der DAS gibt es überall. Das ist auch gleich. Hohe Antriebswelle. Motor verbrennt Kraftstoff, um Energie zu erzeugen. Ja, guck mal, hier wird es doch schon interessanter. Hier wird es doch schon interessanter. Und ansonsten, das ist gleich, ne? Ja. Sehr schön, sehr schön. Metall. Effiziente Mine. Schmelzerei. Plünderflagge, gut. Da hatten wir eben geguckt. Hier gibt es nur die normale Sternwarte. Ne, den Erfinder gibt es. Ich wollte gerade sagen. Das ist auch gleich, ne? Karussell. Gut, die meisten Sachen sind gleich. Ein paar Kleinigkeiten sind anders. Oh, das werden wir sehen. Wir wollen ja auch gleich von Anfang richtig aufbauen. Den haben sie aufgebaut. Ja, ich weiß, ihr kriegt Durst. Ihr kriegt Durst. Ich bin hier dabei. Ich bin hier dabei. Gut, die eine Pumpe arbeitet ja schon mal. Erstmal normale Wassertanks und dann müssen wir den schleunigsten Erfinder kriegen. So, 3 brauchen wir aber schon. Bauen wir lieber 4. Sicher ist sicher. Ah, braucht zum Glück alles eine Holzscheide. Sie können ja zumindest schon mal trinken.
So ist es nicht. Den haben sie auch fast fertig. Damit überhaupt erstmal was läuft hier. Gut, getrunken haben sie. Das bauen sie auf. Essen gibt es erstmal. Also das Wichtigste gibt es schon mal. Holz ist natürlich aktuell nichts drin, weil alles verbraucht wird. Die Bäume sind hier auch so gut wie weg. Wir müssen ja erstmal die Grundbedürfnisse aufbauen, bevor wir überhaupt irgendwie planen können. Denn, denke ich mal, werde ich hier... Mal gucken, wahrscheinlich hier hinbauen, wenn wir nachher den Strom brauchen. Wow, das sind schon 3 verdurstet, das ging schnell. Wir haben nur noch 3 Biber, ne? Ah, 7 Erwachsene, 1 Jungtier, gut. Die anderen arbeiten hier, ne? So, der ist besetzt, der ist auch besetzt, okay. Da müssen wir wohl jetzt als nächstes erstmal... Erstmal, es geht ja nicht anders, wie gesagt, das kann man alles wieder umbauen. Zuchtbehälter. Die bevorzugte und einzigartige Fortpflanzungsform der Eisenzähne. Nötig Nährstoffe, Wasser und Beeren. Barakie. Andere Gebäude können darauf gebaut werden. Einzigartig. Grundbedürfnis, Schlafbedürfnis, Schutz. Okay, die vermehren sich also nur dadurch. Oh, trotzdem erstmal eine Baracke. Da passen aber auch 10 Bewohner rein. Das ist hier also schon mal komplett anders. Könnte ich sogar oben raufbauen. Will ich jetzt bloß nicht aufgrund von Holzmangel. Bauen wir erstmal 2 für den Anfang. Das sollte erstmal reichen. Vor allem, weil die unglaublich viel Strom brauchen. Okay. Da muss man ein bisschen reinwursteln. Die funktionieren ja ganz anders hier. Aber gut, verhungern tun sie nicht. Verdursten dürften sie jetzt rein theoretisch auch nicht mehr. Ich würde bloß gerne ein bisschen was auf Vorrat stehen haben. Bis zur nächsten Dürre. Und wenn ich es richtig sehe, vermehren die sich nicht von alleine. Was an sich eigentlich schon mal sehr, sehr gut ist. So, die 3 Pumpen stehen. Haben bloß nicht genug Leute dafür. Das heißt, wir müssen sie gleich mal ein bisschen vermehren. Das muss ja erstmal gebaut werden hier. Das Problem ist bloß, dass wir heute nicht genug Holz haben. Und Förster und so muss ich erstmal freischalten. Und der braucht auch schon Planken. Okay. Und hier sind viel, viel mehr Bäume. Kriegen wir vielleicht noch ein bisschen Holz zusammen? Muss ich auch erstmal freischalten. Okay, da kommen wir noch nicht da hoch. Wie gesagt, der Erfinder. Dafür haben wir jetzt gar nicht die Leute. Und vermehren tun sie sich so nicht, ne? Oh, da muss ich mich ein bisschen beeilen. Und ich sterbe mir auch irgendwann an Altersschwäche. Das geht so natürlich nicht. Und zwar wachsen die Bäume hier nach, oder es dauert. Und lass mich raten. Jo, die muss ich auch erstmal freischalten und ich habe 0 Wissenschaftspunkte. Und ich kann zwar einen Wissenschaftler bauen, das war hier. Ah, sollte ich vielleicht auch machen, sonst komme ich hier nicht voran. Und hoffen, dass da einer drin arbeitet. Für den Anfang geht's zumindest. Zack. Aber im Moment Holzmangel. Massiven Holzmangel. Okay, die 3 Pumpen sind schon mal fertig, das ist schon mal gut. Die haben aber auch Priorität. Zumindest die ersten 2, dass sie schon mal Wasser ansammelt. So. Die anderen können dann erstmal warten. Und der hat dann halt noch Priorität. Gut, gut. Weil sonst haben wir hier nachher ein Problem. Und das muss ja nicht sein. Die können ja im Moment eh nichts machen. Das muss erstmal nachwachsen, obwohl wir Holz brauchen. Ein Baum ist halt zumindest wieder gewachsen. Wir fallen sie auch gleich sofort ab. Okay, die Eisenzähne sind deutlich schwieriger. Die bringst du auch hin? Ja, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen, ne? Glaube ich nicht. Oh, jetzt arbeiten die mich schon wieder nicht mehr. Nein. Jetzt müssen erstmal wieder Bäume nachwachsen, obwohl jetzt haben sie ein bisschen. Ah, reicht trotzdem nicht. Okay. Momentan haben wir einen massiven Ressourcenmangel. Ich hoffe nur, wir haben ja aktuell ein bisschen Wasser in den Pumpen gelagert. Dass wir zumindest einen Tank fertig kriegen. Komm, wir brauchen noch 3 Holzscheite. Wir brauchen die Wohnung, wir brauchen Erfinder. Okay, das gefällt mir. Das ist schon mal deutlich schwieriger hier. Oh, das kriegen wir doch wohl hin, oder? So schwierig kann es nicht sein. Ah, das größte Problem ist eher, dass sie uns an Altersschwäche stehen, bevor wir sie vermehrt haben. Da müssen wir mal gucken. Es liest sich für mich zumindest so, als wenn sie sich hier nicht von alleine vermehren. Oder ist das ein Zusatzding, um das zu kontrollieren? Möglich wäre es. Da fehlen immer noch 2 Holzscheide.
Okay, den haben sie fertig. Sehr schön. Die können schon mal was einlagern. Ist auch voll. Aber zumindest ein bisschen Wasser auf Lager. Das ist jetzt nicht so viel. Wie gesagt, der hier hat noch Priorität. Da sind sie ja bei. Und dann hat der erstmal Priorität. Damit wir an die Punkte kommen. Wir müssen definitiv erstmal die Treppe freischalten und die Dinger, um hier rüber zu kommen. Das ist wichtig, damit wir hier an die Bäume so rankommen. Weil, ehrlich gesagt, glaube ich, wächst hier bald nichts mehr nach. Ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, ich muss da hier erstmal die Priorität rausnehmen. Normal. Und der hat auch noch Ruhe, dass sie erstmal den fertig machen. Ich glaube, das ist erstmal wichtig. Weil das sieht so aus, als wenn hier keine Bäume nachwachsen. Wir haben sonst ein Problem. Ich muss die Treppe frei forschen. Uha, du. Aber sehr knapp bemessen hier mit Wald, du. Sehr, sehr knapp. Ich komme da ja so nicht hoch. Und andere Bäume sehe ich hier nicht. Gut, da ist einer nachgewachsen, der haut den Empfinder voll. Aber Dalli, haben wir einen Arbeitslosen? Nein. Sind nicht mal alle Pumpen besetzt. Jut, jut. Da ist schon der erste an Altersschwäche gestorben. Deswegen. Okay. Das, ist in der Tat nicht einfach. Weil man einen riesen Holzmangel hat am Anfang. Okay. Ich meine, verdursten dürften sie jetzt erstmal nicht mehr. Ich kriege sie aber halt auch so nicht vermehrt, ne? Ah, da muss man mal gucken. Im Moment reicht es ja so. Aktuell brauche ich auch keine zwei Holzflacken, wohl eine schließe ich mal. Dann sind zumindest alle Pumpen besetzt, ja. Sobald der Erfinder fertig ist, werde ich da einen reinsenden. Oh Mann, oh Mann. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Ich hoffe, das bisschen Holz, was da rauskommt, schleppen sie hier rein. Schön wär's. Aber das wird jetzt ein Weilchen dauern. Oh, hier sind aber auch wenig Bäume, mein lieber Scholli. Und ich komme hier nicht rüber. Aber ich kann noch keine Treppen bauen. Und so bringt mir das auch nichts mit dem Weg. Wie gesagt, ich brauche entweder die oder Treppe. Ich meine, Treppe sind jetzt nicht viel, aber... Das ist schon übel. Ich hoffe, dass die Bäume hier... Aber sieht echt so aus, als wenn sie nicht mehr nachwachsen. Bis auf die 1, 2. Ich glaube, wir haben ihn schon vergeigt. Obwohl, ich sehe gerade. Warte mal. Ich mach mal kurz langsamer. Das habe ich nicht gesehen. Das hab ich nicht gesehen. Da geht's hoch. So, wenn ich hier jetzt noch so eine Sammlerflagge hinstelle. Zack. Dass wir erstmal an Holz kommen, das wäre schon wichtig. Dann kann ich den da unten mich erstmal dicht machen. So. Dass sie das da erstmal aufbauen. Dann werden die Bäume hier erstmal geschlossen. Die können wir später abreißen. Damit hier keiner arbeitet. Wir brauchen hier Holz, damit sie das da oben erstmal fertig machen. Okay. Weil irgendwie... Ich mach mal wieder schneller. Wir dursten, na, für Durst nicht, aber die sterben an Altersschwäche. Wir haben sogar einen Arbeitslosen. Jo, ihr kriegt eure Hütten. Es mangelt bloß an Holz, Leute. Es mangelt an Holz. So, laufen sie hin? Ja. Okay, warte, ich habe natürlich wieder das Wichtigste vergessen. Bäume fällen. Einmal rüber. Zack. Könnt ihr abfällen. Dann kriegen wir zumindest Holz. Das war schon mal schön. Und den kommen wir hier hoffentlich auch weiter, bevor sie alle an Altersschwäche gestorben sind. Das wäre schon ein bisschen doof. Wir brauchen etwas Holz. Okay, der Erfinder baut sich schon mal. Sehr schön, sehr schön. Ich habe nicht gesehen, dass da eine Treppe war. Sehr schön. Der steht. Aber bloß gerade Kinder. Da muss aber einer rein. So, warte mal. Ich werde hier eine Pumpe hier schließen. Dann kann er in den Erfinder. Ist er auch, ne? Ist er nicht? Wo ist er denn hin? Die beiden Flaggen, ne?
Ja gut, aber das Holz brauchen wir im Moment auch. Ich schließe noch eine zweite Pumpe. Ich glaube, eine reicht jetzt im Moment am Anfang. Das können wir später machen, wenn wir genug Biber haben. So, weil wir brauchen dringend die Punkte. Die ganz, ganz dringend. So, die Wissenschaftspunkte, damit wir weiterkommen. So, was baut ihr denn in der Zwischenzeit? Ich würde sagen, jetzt haben erstmal die hier oberste Priorität. Damit sie was zum Schlafen haben und sich vermehren können. Ich hoffe, das geht. Nicht, dass ihr das andere Ding noch extra braucht. Werden wir aber sehen, weil wir haben sonst echt bald ein Problem. Ich hoffe nur, dass die jetzt nicht allzu schnell sterben. Ich glaube, das waren schon alte Säcke, die jetzt gleich am Anfang an Altersschwäche gestorben sind. Gut, weil die brauchen also unglaublich viel Holz, Alter. Ich weiß es aber nicht. Wie gesagt. Bevorzugt eine einzigartige Fortpflanzungsform der Eisenzähne. Das sieht aus wie ein Reagenzglas in Holzform. Jo, gut. Und das Ding braucht Holzscheide. Ich glaube, ich muss den eher mal ein bisschen priorisieren. Und wir kriegen auch schon die erste Dürre. Gut, hoffen wir mal, dass das Wasser reicht. Sonst werden sie uns verdursten, unsere paar Biber. Man, da ist schon der Nächste an Altersschwäche gestorben. Boah, nicht so einfach hier. Für die paar Biber wird das Wasser ja wohl reichen. Hoffe ich mal. Oh je, die äußeren Zähne sind schwer. Die sind echt schwer. Dann kann hier inzwischen zwar aber ein paar Bäume nachwachsen. Die können ja erstmal da rumfällen. So, ich hoffe nur mal, dass die erste Dürre nicht allzu lang ist. So, warte mal. Das werden wir immer so auf normale Priorität setzen. Das ist genauso. Damit sie erstmal den, weil die brauchen nur 10 Holzscheite. Ich muss sie erstmal vermehren. Das geht alles. Nicht anders. Das muss erstmal. Was muss, das muss. Zweiten Wassertank haben sie inzwischen auch gebaut. Das solltet ihr doch gar nicht. Haben sie auch schon Sachen rübergeschleppt. Erstmal das da, meine Freunde. Erstmal das. Genau. Erstmal alles hier hin. Wohl so langsam aber sicher schrumpft die Bevölkerung. Komm, 5 Stück noch. Das kriegen wir hin. Bitte, ihr Lieben. Das schafft ihr. Ich versohle uns euch. Ihr Rutenmensch. Aber Dalli. Komm, 2 Holzscheide noch. Einer noch. Sehr schön. So. Zug gestoppt. Warte auf Nährstoffe. Ja, Nährstoffe haben wir. Zwar nicht viel, aber haben wir. Wir müssen erstmal hingebracht werden, ne? Oder? Ja, macht er aber, macht er aber. Zuchtfortschritt. Wasser und Beeren. Jungtiere sind unsere Zukunft. Bis zum nächsten Monat brauchen wir noch 12 weitere. Alter Kasimir. Alles klar. Hier werden die gezüchtet. Ja, da läuft ganz langsam Balken hoch. Dann sind die Hütten wirklich nur zum Schlafen. Das heißt, wenn ich momentan keinen Nachwuchs haben will, der muss jetzt nur stoppen. Aber das ist doch gut zu wissen. Denn hoffentlich sehen die zu, sonst haben wir hier bald ein Problem. Die Dürre müssen wir irgendwie überstehen. Wir haben zumindest 2 Wassertanks. Wie gesagt, die kommt jetzt gleich. Aber in der Regel sind die ersten Dürren ja jetzt auch nicht so heftig, ne? Weiß zwar jetzt nicht, warum sie die Wassertanks hier zuerst bauen. Aber sollen sie, habe ich nichts gegen. Jetzt spielt das alles... Jetzt haben wir, glaube ich, das Wichtigste geschafft. Nicht mehr so die Rolle. Ja, ja, das geht hoch. So, Beeren werden in Zukunft noch ein kleines Problemchen. Aber... Irgendwie wachsen die auch ziemlich langsam, wenn ich mir die täusche, ne? Willst du hier nicht die Beere sammeln? Kann das sein, dass... Oh, warte mal. Ich muss mal kurz Pause drücken. Ich glaube, das ist mein Fehler. Bäume, Büsche pflanzen, Nutzpflanzen... Die muss man noch markieren, ne? Bäume fällen, oder? Bäume, Büsche pflanzen, nö. Muss man nicht. Nahrung. Sammelt Beeren, Kastanien, Bauernhaus. Ja gut, das Bauernhaus könnten wir rein theoretisch bauen, aber... Oha, ich hoffe, die Beeren reichen. Im Moment können wir da gar nichts großartig machen. Unsere Beeren, naja, wir haben noch eine Beere. Ich weiß aber auch nicht, warum der Herr hier nicht sammelt. Wir haben zumindest den zweiten Wassertank fertig.
Dürre hat begonnen. Die Dürre geht wie lange? 2,9 Tage. Ja gut, das geht, das geht. Das kriegen wir schon hin. Die eine Pumpe arbeitet noch, aber das Wasser müsste hier gleich verschwinden. Tut's nicht? Jetzt, okay. Und zwar rucki-zucki, ne? Ah, es dauert eine Weile, bis es weg ist. Sehr schön. Sehr, naja, so lange jetzt auch nicht. Ah, kann aber noch ein Momentchen weiter pumpen. Okay. Wir haben wieder 20 Beeren. Sehr schön, vielleicht klappt das ja. Zuchtfortschritt läuft, das scheint ein bisschen zu dauern. Zumindest haben sie alle Tanks fertig, dann bauen sie wohl jetzt endlich mal die Hütten. Ah, Wasser müsste reichen. Für die 2,2 Tage kriegen wir es hin. Das läuft. Das läuft. Dann haben sie auch gleich ihre Schlafhütten. Vielleicht vermehren sie sich da ja auch, aber das glaube ich nicht. Ah, zum Holzabfällen haben sie ja noch einiges. So, den schleppen sie jetzt die hier, ne? Jo. Gut. Das müssen wir jetzt wirklich systematisch, das heißt, wir müssen erstmal für einen ordentlichen Holzvorrat sorgen jetzt demnächst und für einen ordentlichen Nahrungsvorrat. Nahrung wird mich jetzt doof, weil jetzt ist das Wasser hier weg. Kann ich den auch erstmal schließen? So, Arbeitslosen haben wir aktuell nicht. Nein, weil schon wieder an einer Altersschwäche gestorben ist. Daraus wird Zeug mit den Nachtzüchten. Oh, der braucht aber auch übelst lange, ne? Aber er ist zumindest dabei, aktuell. Die eine Hütte haben sie auch gleich fertig. Ja, ich weiß, dass der Baustelle Materialien fehlen. Im Moment konnte ich aber nichts weiter machen als abwarten. Ich bin nur froh, dass die erste Dürre noch so kurz ist. Na guck mal, die ist in einem Tag schon wieder vorbei. Wasser selber sollte reichen. Nahrung wird eng. Ich hoffe, dass die mir hier nicht alle wegsterben. Weil die Kinder können ja noch nicht arbeiten. Das ist alles ein bisschen problematisch im Moment. 0,9 Tage noch, 4 Beeren haben wir noch. Wird sehr eng, vor allem, weil wir auch nicht sofort wieder Beeren kriegen. Haben wir nochmal googeln. Zumindest ist die erste Hütte fertig. Na gut, die sind alle noch relativ jung. Oh. Ob sie sich jetzt hier vermehren, weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Aber ich glaube nicht, sonst wird es hier die Zuchtstation nicht geben. Wo gleich wahrscheinlich das erste Kindchen kommen wird. Okay, okay. Wir haben noch 4 Beeren. Das ist natürlich eng. Aber 0,4 Tage noch. Wir haben es auch fast geschafft. So ist es nicht. Den bauen sie auch auf. Sehr schön. Zumindest haben sie jetzt schon mal einen Schlafplatz. Das müsste sie ja schon mal ein bisschen glücklicher machen. So, das war die letzte Nahrung. Super. Dürre ist zwar jetzt wieder vorbei. Aber bis das Wasser hier ankommt, dauert auch eine Weile. Und die Zuchtstation hat auch nicht mehr genug. Ich glaube, die wird gar nicht fertig. Oh, Alter. Boah, es ist aber auch schon ein bisschen mager. Ne? Wenn man bedenkt, bei dem anderen Spielstand, wie die Beeren überall gewuchert sind. So, Beere ist vorbei. Ja, Wasser kommt wieder. Aber bis das hier ankommt, dauert auch einen Moment. Das ist schon hart mit den Eisenzähnen. Zumindest auf dieser Karte. Ah, vielleicht kriege ich das auch noch fertig. Er hat es fast geschafft. Ich hoffe es. Sonst stehen uns hier die Biber aus. Und das nicht gut? Kommt das Wasser wieder? Ah, ganz langsam, ne? Ganz, ganz langsam. Aber es kommt wieder. Gut, das ist ja zumindest schon mal was. Verhungern tun sie trotzdem. Ah, das dachte ich mir. Die Beeren müssen ja erstmal nachwachsen, ne? Und das dauert. Ah, gut, okay, das geht schnell. Gut. Einer ist verhungert, aber es wurde auch niemand geboren. Der Anzieher, gut. Gebäude benötigt aber da. Der hat noch, Gott sei Dank. So, der Rest wird jetzt hoffentlich was zu essen kriegen. Das wäre sehr schön. Aber er ist ja schon wieder fleißig dabei. Ja, gut. Ich werde die eine Pumpe definitiv wieder öffnen müssen. Der forscht weiter, ne? Jo. Zumindest ist er dabei. Wie lange reicht denn hier die Reichweite? Gut, der kriegt jetzt zumindest alle Beeren im Umkreis. Gut, mehr werden jetzt im Moment wohl erstmal nicht verhungern. Hoffe ich.
Das bauen sie weiter. Wie gesagt, wir haben schon wieder ein Jungtier, da werden noch ein paar mehr kommen. Wir werden das hier nach und nach schon in den Griff kriegen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt ist Essen wieder weg. Aber gut, er kann da ja noch ein bisschen was aussammeln. So ist es nicht. Ich hoffe, das dauert jetzt ein bisschen bis zur nächsten Dürre. Und das Wasser reicht hoffentlich einen kurzen Moment. Wir müssen dringend einen Bauernhof bauen. So ist es nicht. Aber dafür brauchen wir halt erstmal eine anständige Holzversorgung. Holz dürfte sich gleich ansammeln, sobald die Hürde fertig ist. Sehr schön. Weil, wie ich vermutet habe, vermehren die sich hier nicht. Wir haben bis jetzt erst ein Jungtier gekriegt, wirklich nur durch die Zuchtstation. Davon kann man natürlich mehrere bauen, das ist klar. Ich glaube, das müssen wir später auch. Aber dafür müssen wir erstmal das Nahrungs- und Wasserproblem perfekt in den Griff kriegen. Sonst widert hier nichts. Absolut nicht. Und Wissenschaftspunkte haben wir inzwischen zum Glück ein paar. Schreben und das können wir bauen. Ich könnte zwar jetzt hier auch noch Sammler hinbauen. Werde ich wohl auch machen müssen später. Aber erstmal muss das fair, weil ich habe keine Leute dafür. Wo erstmal mehr Leute. Er sammelt zumindest. Das Essen reicht hier gerade mal plus minus null. Aber sie verhungern zumindest nicht. Okay. Ah, Fortschritt läuft aber. Man, das eine Jungtier, was wir haben, wird irgendwann mal erwachsen. Ist schwierig mit Eisen ziehen, aber machbar. Das ist eine schöne Herausforderung. Das freut mich. Wir sind vorerst am Ende. Morgen machen wir dann hier weiter. Bye, bye.